dann probieren wir es mal. Wir probieren heute die zwei noch fehlenden Superbosse von Integrate zu legen. Gestern habe ich es ja schon probiert, so direkt nach dem Abschluss des Spiels. Zumindest den einen zu schaffen, und ich habe mir wirklich die Zähne daran ausgebissen. Hab dann letztendlich festgestellt, wahrscheinlich geht's schneller, wenn ich einfach so offstream ein bisschen grinde, ein paar Materials levele, meine Waffen vervollständige, und here we are. Genau das habe ich gemacht. Und ihr seht schon anhand der HP, wir sind immer noch Level 50 natürlich, das ist Max Level, aber wir haben gearbeitet, Leute. Wir haben gearbeitet. Wir haben hier jetzt verdammt geile Materia. Ich habe sogar mein Wiederbeleben jetzt auf Erzengel und so. Und wir haben richtig geile Sachen. Ich habe mir auch nochmal so ein bisschen die Kombination meiner Materia angeguckt. Und ich habe jetzt, glaube ich, ein Setup gefunden, was ziemlich gut sein sollte. Ja, ich habe jetzt als Elementaraffinität übrigens Luft genommen, weil wir ja wissen, der zweite Gegner ist Ramu und Luft ist halt gut gegen den. Deswegen ist hier Luft drin. Und ansonsten halt voll auf ATB. Beide haben jetzt den maximalen effizienten Block auch, wodurch wir halt sehr, sehr wenig Damage kriegen, wenn wir was blocken. Beide haben Heilen auf Maximum. Yuffie hat auch Wiederbleben mit Erzengel. Also, und beide haben auch einen TP-Boost auf Level 4. Deswegen haben wir jetzt so viele Lebenspunkte. Genau. Und bei Sonon, ich habe ihm jetzt erstmal das Amplifikation gegeben. Und das ist übrigens jetzt auch gemaxt, was ziemlich gut ist. Und ich habe da jetzt Zeit reingemacht. Weil ich habe gemerkt, das mit der Heilung ist schon cool. Also willst du sagen, dass du ein Schwitzer bist? Absolut. Da kann ich nichts gegen sagen. Absolut. Ein absoluter Schwitzer. Ja. Genau, ich habe ihm jetzt Zeit gegeben, weil ich glaube, dass dieses AOE Hast eventuell besser ist als Healing. So, deswegen haben auch beide Heilen, damit sie sich einfach selbst heilen können. Und genau, AOE nehmen wir einfach das Hast mit, weil ich das auch viel öfter casten muss als die Heilung. Ja, genau. So viel zu meinem Setup. Des Weiteren habe ich das komplette Spiel nochmal im Hard-Mode durchgespielt. Das ging übrigens sehr schnell, weil, ne, wenn du halt die Cutscenes skippst, dann ist es halt easy. warum habe ich das gemacht? Erstens Achievement. Zweitens, wenn man das im Hard-Modus nochmal durchspielt, kriegt man nochmal extra Waffenbücher. Dadurch habe ich jetzt alle Waffen komplett maximiert. So. Und viel mehr kann ich wirklich nicht machen. Deswegen würde ich sagen, oh, mir fehlt HP. Deswegen würde ich sagen, wir hocken uns immer auf die Bank. Und dann gehen wir rein da und hauen den Typ um. Oder die Typen, sollte ich sagen. Ja gut, Bravely Default. Bravely Default ist halt mehr so Oldschool, ne? Die Oldschool-Rezeptur. Aber nee, also Remake mochte ich sehr. 15, ey, wie gesagt, erste Hälfte gut, zweite Hälfte scheiße. Und 16 ist fast das gleiche Problem. Da gefällt mir auch der Anfang sehr gut bis Titan und dann geht's irgendwie bergab. Aber ja. Mit Remake bin ich sehr, sehr zufrieden. So. Er hat wirklich geschwitzt wie ein Wahnsinniger. Ja, Mann, dafür lebe ich, Mann, für diese Challenges. Das ist einfach nur Min-Maxing in Final Fantasy, kann ich nicht. Das muss einfach. Die Superbosse, wenn sie existieren, die müssen liegen. So. Lasst es uns tun. Oh, Sailor Moon. Das ultimative Geheimnis. Let's go. So, bequem hinsetzen hier. Moment, mir fehlt noch meine Handballenablage hier. So. Am Ende kommt dann noch ein Boss. Wir wissen ja bereits, dass am Ende noch was kommt.
Ich kann es auch nochmal kurz zeigen. Ich habe das gestern nämlich ganz am Ende nochmal geguckt und war geschockt, als ich gesehen habe, dass wir nicht nur Bahamut besiegen müssen und Ramu, sondern danach kommt noch ein letzter Fight mit anscheinend 3 Gegnern auf einmal. Also ja. Es könnte interessant werden auf jeden Fall. Gottbert, Hildibrand und Brandihild, Alter. Wahrscheinlich, ja. Darf ich raten, was da kommt? Natürlich. So. Let's fucking go. Wir legen direkt los mit Hast. Cloud, Aerith und Tifa als Trio. Das wäre natürlich okay, das wäre interessant. Ja. Hallo, Sonon? Wenigstens hat er mich aufgefangen. Mit dem Equip aus meinem... Oh nein, bitte nicht. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viel ich im Hauptspiel geschwitzt habe. Da habe ich nämlich 85 Stunden auf dem Konto. Ich hoffe nicht. Links, rechts. Mann, jetzt weiß ich, wie ich das dodge und jetzt geht er nur auf meinen Partner? Ist doch auch lame. So, jetzt wird's gefährlich. Mich in Ruhe, Ifrit! Links, rechts, links, rechts. Oh, fuck. Okay.
Okay, Limit Break auf ihn. Mache ich das einfach auf Ifrit? Nee. Nee. So. Hier weglaufen und dann blocken. Okay. Limit Synergie. Not so datte bei you. Let's go, Alter. Der Match. Ja, schon ein bisschen besser als gestern, hä? Huh? Ja. So. Jetzt nochmal hier die Downtime nutzen, um uns ein bisschen hochzuheilen für die zweite Runde. Wir wissen ja schon, was auf uns zukommt. Okay. Eins. Es ist gut, dass wir den auf jeden Fall schon mal so konsistent down kriegen. Den Typen hier hatten wir nämlich noch nicht so oft gesehen. Ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen üben gegen den. Mal gucken. Vielleicht klappt das auch alles ganz gut, weil ich ja Winddamage mache. Oh mein Gott. Oh, mein Damage. Okay, also definitiv weniger HP als Bahamut. Ich bin anzünd drin, ja. Oh. Ah. Ich will mir mal eine Beschwörung aufheben für was auch immer am Ende kommt. Och. Gleichzeitig gestorben. Na toll. Egal. Nochmal. Ja, ich finde das auch so cool. Vor allem, dass sie... Also das ist ja allgemein so, dass die Beschwörungen... Dass die immer so ein bisschen was von ihrem Grunddesign behalten jedes Mal. Das ist ziemlich cool gemacht. So, hast nochmal. Schöner Block. Put up a fight. And the fury of the surging seas!
Bei Ramu muss ich nur aufpassen, wenn er seine Wirbelattacke da macht. Dass ich dann auf Distanz bleibe. Links. Wieso geht mein Links-Rechts nicht mehr? Oder war es rechts-links? Habe ich es innerhalb von einer Nacht schon verlernt? Ja, Final Fantasy VII hatte ja drei verschiedene Bahamuts. Bahamut, Bahamut Zero und Neo Bahamut, glaube ich. So, wie gut ist denn eigentlich Regina jetzt? Ich probiere das mal aus. Jetzt, wo die Waffen gemaxt sind, haben wir ja auch mehr MP. Das heißt, theoretisch müsste ich auch besser heilen. Verbannung. Bam. Ja, aber krass. Also der Unterschied zwischen heute und gestern ist schon ziemlich insane. Das ist krass. Wie viel das alles halt ausmacht, obwohl wir eigentlich noch genau den gleichen Level haben. Geht auch nicht. Okay. Bitte ein Heal. Während ich hier blocke. Vielen Dank. Oh, Schattenclips. Rechts, links. Ja, yeah. Okay. Es war links, rechts, aber ich habe es richtig rumgemacht. Nur falsch rum gesagt. Alles gut. Ich habe es nicht so mit rechts, links, ne? So, jetzt, go, 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 go. Nice. Boah, das war richtig sauber. Wir haben kaum MP verbraucht. Das war echt gut. Holy. So, wer hat denn mehr MP? Yuffie. Dann werfe ich ihm jetzt nochmal. Wobei, er hat ja. Er hat Regina immer noch. Okay. Ich werfe ihm mal ein normales Vitra. Bam! Perfect Parry! Cool ist mit der Waffe, die ich trage, wenn ich pariere damit, kriege ich Regina einfach dazu. Ich weiß gar nicht, ob sich die Limits übertragen lassen, also ob die bleiben für den nächsten Fight. Wir gucken jetzt einfach mal. Nee, dachte ich mir fast. Die Limits werden resettet. Nichts falsch gemacht. So, ich sollte auf jeden Fall, das habe ich vorhin vergessen, wieder mit Hast anfangen.
Mann, mein Damage ist halt krass, aber ich muss echt aufpassen, weil der sehr viel... Der hat halt sehr viel AOE, also es ist sehr gefährlich, wenn wir da nah an den rangehen. Ich mach einfach mal eine Runde Heilung. Ja, Wirbellaser. Das ist das Gefährliche. Was mache ich denn da am besten? Ich überlege fast, ob ich einfach mal Aero auf ihn caste. Mal gucken, wie viel Damage das macht. Oh. Das hat... Oh, okay. Das hat seinen Wirbellaser gecancelt sogar. Also ziemlich geil. Ich glaube, wir brechen den jetzt auch. Let's go! Jawohl, komplett zerburstet. Okay, let's go. Hast du keinen Fuma-Shuriken? Okay, das ist nicht Cloud Aerith Tifa. Kannst du ihn bitte mal loslassen? Es ist eine Maschine, also ich gehe mal sehr stark davon aus, dass Blitz gut dagegen ist. Richtig fast nix. Der hat. Oh Gott. Ich richte irgendwie fast nichts aus gegen den. Riesenklatsche. Holy shit. Ja, toll. Was sind das denn für Status? Oh Gott. Eine Million Statuseffekte. Ich bin verlangsamt. Das ist nicht gut. Okay, ich hab eine Idee. Ich habe eine Idee. Aber ich habe keine Idee, weil ich kann nicht. Ich bin gesilenced. Oh. Vielleicht sollte ich doch die Schleife anziehen. Okay, wie lange geht das Silence noch? Kann ich einfach so lang... Oh Gott. Help! Help! Aber was ist das denn für eine Kacke, Mann? Oh. Ich weiß halt nicht, wie ich an den überhaupt rankommen soll, weil... Rechter Arm. Wieder die Strahlenkanone. Okay, da kann ich einfach hinter ihn. Okay. Hallo,
Ich kann auch wieder zaubern. Okay, okay, okay. Alter, kann ich das noch? Kann ich das noch umreißen? Strahlenkanone, okay. Ja, das war nicht mal auf mir. Der Damage ist richtig krass, ja. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht über diese Dinger auf dem Boden laufe, aber die sind überall. Okay, scheiß drauf. All in. Okay, dicker Damage. Weiter, 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 weiter. Riesenklatsche, Vorsicht. Nice! Sogar der hier KI ist gedutscht. Was? Was war das? Was war das denn? Ja. Jetzt fängt er noch an zu cheaten hier. Gut, dass ich beiden Heilung gegeben habe, ey. Christo Kahn, hi. Oh mein. Jesus motherfucking God. Schnell Heilung. Danke, Mann. Good place. Nice, ich hab ihn befreit. Let's go. Let's go, man. Super Boss. Nice. Wir kriegen zweimal Götterdämmerung. Oh, shit. Natürlich. Okay. Einer ist down. Aber es gibt noch einen Super Boss. Im Hauptspiel nämlich. Wer nicht weiß, was Götterdämmerung ist, by the way, Götterdämmerung ist eines der besten Accessories. Wenn man das ausrüstet, beginnt man den Kampf automatisch mit einer vollen Limit-Break-Leiste und außerdem füllt sich die Leiste während des Kampfes auch noch automatisch auf. Also es ist halt richtig OP. Okay, krasser Shit. So, das haben wir schon mal geschafft. Super. Die Ehre wiederhergestellt. So. Was den anderen Fight anbelangt, ich habe keine Ahnung, wie er ist. Ich weiß nur, wer es ist. Oh.
So, wir gehen zurück zur Hauptstory. Ich habe mich schon mal hier hingestellt, direkt vor dieses Ding. Mit den Boys und den Waifus. Cloud, we've added a new individual's data to the combat simulator. I can't divulge any details, but I can say its existence is both highly classified and extremely dangerous. To be completely honest, I had some misgivings about implementing it. Even now, I'm still not entirely sure I made the right decision. Okay, das klingt hervorragend. Engaging it in combat will yield vital information. And who better to extract that information than you, Cloud? If you're willing to try, I'd appreciate the help. So, versus Weiß, der Unbefleckte. Aha. Ja, kann natürlich nur in schwierig eingesetzt werden. Gegenstände dürfen nicht eingesetzt werden. Die Effekte des Gegenstandes Götterdämmerung werden unterdrückt. Toll. Toll. Da dachte ich, ich hätte einen Vorteil, weil ich... weil ich den ganzen Scheiß im Hauptspiel gemacht habe? Ja, toll. Warum hat man... Warum kriegt man so eine geile Belohnung, wenn man sie dann nicht benutzen darf? Ach komm, ey. Komm, ich mach einfach Magie. So, ich hab Tifa. Mit Tifa spiele ich. Also sie ist quasi mein Hauptcharakter. Und ich habe Cloud und Aerith habe ich auf so, ja, quasi Magie-Supporter habe ich die getrimmt. Ja, ne? Das ist aber öfter so, dass du irgendwie, du machst halt alles im Spiel, kriegst am Ende so eine richtig geile Belohnung und dann gibt's halt nichts mehr, was du damit überhaupt machen kannst. Denkst du dir auch so, ja, pff. Danke. Oh yeah. They shall be slashed, strangled, and slaughtered. Beaten, stabbed, and crushed. Holy! And impaled, shot, and executed. Let the hunt begin! Hat er Gunblade? Erstmal Barriere auf Tifa. Und auch hier Hast auf alle. Okay, also was macht... Okay. Wirkungslos? Wirkungslos, okay. Okay, ich glaube, ich weiß, was hier abgeht. Mal abwarten. Was habe ich denn für Shorts jetzt eigentlich? Ich glaube, man kann dem Typen nur wehtun, wenn man eine seiner Attacken dodgt. Yes,
Gute ist, hier muss ich auf jeden Fall nicht anfangen rumzugrinden, weil das habe ich schon alles gemacht. Also besser als jetzt kann ich eigentlich nicht sein mit den Leuten hier. Das klappt genauso gut, wie ich es in Erinnerung habe. What the f... Huh? Er packt dann erstmal random einfach eine Gatling Gun aus. Because why not, ne? Behemoth Laser? Okay. Ich beschwöre mal Leviathan. Alter, die Musik. Omega Lautstärke? Leviathan, Leviathan! Das Geile an Tifa ist halt, dass sie so schnell ist einfach. An Leviathan ist Omega teuer mit allem. So Schockpotenzial groß. Okay, Wasserstrahl. Die Buffs wieder. Coole ist, wenn man halt so ein, habt ihr bestimmt auch schon gemerkt, also der Charakter, den man selbst steuert, der hat immer quasi am meisten Akku. Das ist immer ganz nice, wenn der halt super schnell ist, dass man rumrennen kann, um ATB wieder zurückzubekommen. Und, dadurch kann man auch einfach dann Barriere halt nur auf den einen machen. Das ist halt mega nice.
Dankeschön, Mr. Schlong. Oh, oh, weiße Aura. Was ist das? Ich heil sie nochmal. Ich habe ein bisschen Schiss. Okay, komm. Hä? Ich verstehe nicht, wie ich ihn... Ah. Ich verstehe nicht ganz, wie ich ihn Damage machen kann. Vorher war es ja, wenn ich ausweiche. Oh! Oh, okay, okay. Got it. Schwert des Herrschers. Okay. Schätze, es war Enrage. Okay. Also ist Zeit passiert. Okay, okay, okay. Oh. What the fuck, man? Ja, Schnauze. Okay, aber für das erste Mal war das nicht schlecht. Also. Erstmal schön hier mit Rückwärtssalto. Den Schock nach oben bringen. Au. Ha. Cloud kann auch gut mithelfen. Der hat bei Cloud dieser Impulshieb, der ist mega gut, weil der generiert extrem viel Schock. Mehr als einen kann ich aber nicht machen. So, jetzt. Bam. Die machen schon Feuer drauf. Ach
Achso, stimmt, ich hab eher. Okay. Feuer, Feuer, Feuer! Feuer, 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 Feuer! Feuer. So, jetzt kommt die Gatling Gun. Frag mich, ob ich vielleicht nah bei ihm bleiben soll. Vielleicht wechselt er dann schneller wieder zurück. I don't know. I don't know. Es muss doch auch einen Weg geben, ihn in seiner Gatling-Form irgendwie anzugreifen. Aber irgendwie finde ich keinen. Nicht mal während er da rumsteht und schießt, what the fuck? Die Angriffe von Aerith machen anscheinend Damage. Vielleicht ist er einfach nur immun gegen physischen Damage. Das kann natürlich sein. Okay, dann ist der. Okay, der ist immun gegen fucking. Ah, ja, ja. Der ist immun gegen fucking, ja. Das ist Problem. Es lohnt halt auch die anderen, das ist super nervig. Sie hat Ifrit. Ich warte auf Bahamut. Get him. Get him. Vielleicht muss ich dann mehr auf Magie bauen einfach. Wenn der in dieser Form immun gegen physisch ist. So, Schatten-Eclipse oder Inferno? Oh, Inferno. Wirkungslos, natürlich. Sehr gut. Jetzt kommt Moduswechsel und dann tötet er mich. Ja. Das heißt, ich muss den in seiner Gatling-Phase killen, ansonsten tötet er mich einfach. Das ist ja ziemlich gimmicky. Ah.
Okay. Okay, okay. Immerhin weiß ich jetzt Bescheid. They shall be slashed, strangled. Strangled, run, 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 run. Ja, das gibt es, aber ich weiß nicht, ob es das... Ich weiß nicht, ob das hilft gegen seine finale Attacke. Ich könnte es probieren. Aber so wie ich die Leute kenne, die das hier designen... die machen das dann üblicherweise so, dass es ausgerechnet da nicht funktioniert. Das war auf jeden Fall guter Damage. So. Ja, was mache ich jetzt? Okay, er kriegt aber auch... Was ist denn diese weiße Aura? Das weiß ich halt auch nicht. Ins Menü gehen und Zauber spammen. Stimmt, das ist wieder mal im Ringmenü. Stimmt, Secret of Mana. Also. Das ist gar nicht mal so falsch. Macht das hier Damage?
Ich muss auf jeden Fall heilen. Ich müsste auf Aerith switchen, aber die ist halt nicht so schnell, dass die ausweichen können. This is problem. This is problem. This is problem. Okay, Min macht das auch Damage. Ich meine, er ist ja relativ low, so ist er nicht, ne? Ich glaube, was ich machen muss, ist... Ich sollte Tifa noch irgend so einen Support geben, glaube ich. Damit sie noch ein bisschen mehr machen kann. In dieser Phase. Sie hat halt leider so gut wie gar keine Magic Attack. Jawoll! Oh. Good to know. Long live the king! Was für eine Lusche, ist echt so, Mann. Nice. Cool. Ich muss gestehen, ich fand den anderen Fall schwieriger. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass... Keine Ahnung. Ich halt wirklich, wie gesagt, in dem Hauptspiel stecken halt über 80 Stunden Spielzeit, also... Das ist halt schon... Die sind halt schon ziemlich totoptimiert, die ganzen Charaktere hier. Ja, cool. Cool, sehr cool. Ja, Bahamut... Ich fand auch bei dem anderen Fight im Yuffie-DLC, ich fand auch Bahamut war der schwerste. To be honest. Also der am Ende... Genau, noch zwei Götterdämmerung, jawohl, Mann. Ich frag mich, ob ich die wirklich mitnehmen kann in Rebirth. Überlegt mal, wie krass das ist, wenn ich die in Rebirth direkt benutzen kann. Ich habe 5 Götterdämmerung. Yuffie hat auch noch 2. Junge. Das wäre halt richtig sick. Aber ja, hier, guck mal, zum Vergleich, ja. Also wir hatten irgendwie, bei Yuffie oder so, hatten wir, ich glaube, 300. Ne, nicht mal. Wir hatten so um die 250 bei physischer und magischer Attacke. Und guckt euch halt mal fucking Aerith hier an. Die hat einfach mal 440 bei Magic Attack. Es ist einfach so krass. Sie ist einfach so krass, was Magic Damage anbelangt. So. Dann speichere ich das mal noch hier. Cool. Wir haben es geschafft. Habe ich eigentlich jetzt... Habe ich hier alle Achievements? Warte mal. Wo kann man denn auf der PS5 Achievements gucken? Weiß das irgendwer? Bei PlayStation 4 war das richtig easy. Da hat man einfach die Home-Taste gedrückt gehalten, glaube ich.
Hier habe ich keine Idee, wo ich die sehe. Man merkt, dass ich noch nicht viele... Ah! 100% Gamer. Yeah. Das wollte ich sehen. Sehr gut.